Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Phoenix Immortals Rising. Und hier geht's diesmal um die Sternbilder in der Höhle des Krieges. Und der aufmerksame Kanalbeobachter hat gesehen, dass ich ein Video schon hochgebracht habe, wo ich gesagt habe, hey, hier gibt es nur ein Sternbild im ganzen Gebiet und dabei gibt es zwei. Und dementsprechend ist das alte Video nicht mehr verfügbar und dafür ist jetzt hier das neue da, damit ihr auch alle Sternbild-Herausforderungen seht und beenden könnt. Also, nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Wie eh und je gilt es vorab ein paar Monster zu besiegen, die wie gesagt, je nachdem wie weit ihr seid im Spiel, auch unterschiedliche Stärke, Seltenheit, wie auch immer sind. So, hier sehen wir auf jeden Fall, wie wir das Sternbild anordnen müssen und dann kommen wir mal zum ersten Rätsel gleich hier vorne. Hier sind vier Säulen und dort drauf sind Embleme. Ihr seht es hier, ist ein bisschen dunkel, ich bin hier bei Nacht, ist halt so. Aber auf jeden Fall, was wichtig ist, hier seht ihr diesen Schutthaufen und hier ist noch ein Emblem. Es ist also drei, somit haben wir hier ein Emblem, also erster Schalter. Hier haben wir zwei Embleme, zweiter Schalter. Hier haben wir auch zwei Embleme, aber das eine kaputte macht den dritten Schalter. Und hier sind vier, macht den vierten Schalter. War jetzt auch nicht so kompliziert, ist generell dieses Sternbild hier mit allen kleinen Rätseleinlagen. Also meiner Meinung nach das wirklich einfachste Sternbild bis jetzt. Wir wissen ja nicht, was da noch kommt. Kommen ja noch ein paar. So, Kugeln an die richtige Position. Und dann seht ihr hier hinten eine dieser beiden Statuen auf der linken Seite. Und eine zweite von diesen imposanten Statuen steht dann auch auf der rechten Seite des Platzes. Und in der Mitte finden wir eine Kugel. Es kann sein, dass sich die ein wenig schwer lösen lässt. Da müsst ihr ein bisschen gucken, dass er so links und rechts euch ein bisschen bewegt, bis die Kugel halt eben mit dieser Hephaistos-Fähigkeit diese weiße Umrandung bekommt, dass ihr das Gewicht anheben könnt. Ihr kennt das Spielchen ja. Also wie gesagt, auf der anderen Seite eine identische Statue mit auch einer Perle mittendrin. Und hier seht ihr jetzt, was ich meine, ne? Also das wird nicht erkannt sofort, hier ein bisschen in die Ecke mit rein bewegen, sodass man sie selber auch sieht und dann hier habt ihr sie. Und dann funktioniert das Ganze. So, und wieder geht es zurück, Kugel zurückbringen und auf dem Feld richtig platzieren. Dann ist eine weitere Kugel genau hier, sozusagen im Rücken, wenn man davor steht. Da ist hier ein Schalter, da drauf ist ein riesengroßer Felsen und dieser Schalter wird nur aktiviert, wenn man als Person drauf steht. Und dann wird der Hebel, also die Schalter oben mit dem Pfeil ganz einfach aktiviert und die Kugel ist schon frei. Also wie gesagt, wirklich nicht aufregend und nicht der Rede wert. Seht ihr das anders? Hattet ihr vielleicht Probleme hier, das Rätsel zu lösen, wenn ihr das Video guckt? Dann schreibt das doch gerne auch mal in die Kommentare. Jeder empfindet sowas ja auch anders. Ansonsten gehen wir nun und holen uns die letzte Kugel. Die befindet sich hier. Dazu müssen wir aber einmal hier außen rumlaufen. Der Weg ist eigentlich auch relativ offensichtlich. Hier ist eine verschlossene, ja, ein verschlossener Zugang mit Felsen, Axt, Richtet und wir haben auch die letzte der fünf Perlen gefunden und bringen diese zurück. Also wie eben gerade schon mal anmoderiert, es ist halt so, jeder empfindet Schwierigkeit ja anders, ne? Was für den einen relativ schnell durchblickt ist, ist für den anderen vielleicht doch ein bisschen kompliziert und dann bei einem anderen Rätsel ist es dann genau umgedreht. Deswegen haut gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten, meiner Meinung nach, für mich war das jetzt so das Einfachste. Trotzdem gibt es dafür 10 Chaos-Münzen und die solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Kommen wir zum nächsten Sternbild und dieses hat es dann doch in sich. Das ist hier im Norden, ihr seht es hier auf der Karte, fast am Ende des Gebietes und dort finden wir
mehrere Tempel. Insgesamt 7 Stück und ich teile die mal auf Ebenen. Wir haben unten 3, dann haben wir eine mittlere Ebene hier im Gebirge. Dort finden wir 2 und eine obere Ebene. Dort finden wir auch nochmal 2. Das Augenmerk gilt jetzt erstmal an die mittlere Ebene, denn hier haben wir diese Tempel, die 2, die ich jetzt als erstes zeige. Der erste ist hier rechts, der Tempel, da sind wir jetzt schon drinnen. Und für alles gilt, nehmt, wenn ihr die Fähigkeiten noch nicht habt, die ich dann gleich bei den anderen Tempeln anwende, nehmt die Felsen, die vor diesem liegen. Mittlere Ebene, rechter Tempel, wie gesagt. Beherzter Schlag mit der Axt und wir kriegen so kleine Steinchen. Und damit lassen sich diese Schalter hier perfekt bedienen, um die Rätsel zu lösen. Und ansonsten für die Leute, die die Fähigkeit schon haben, ein Abbild von Phoenix in Stein zu meißeln, also sozusagen die eine Fähigkeit, die können dann auch diese nutzen, um die Schalter zu benutzen und zu aktivieren. Ich zeige das jetzt hier zum Beispiel. Zack. Und dann geht das auch. Das jetzt hier ist der Tempel auf der linken Seite der mittleren Ebene. Und da seht ihr auch, wie das Rätsel gelöst wird. Wir haben da hinten einen Schalter. Und wenn da ein Schalter ist, dann ist die Lösung oder das Gewicht meistens nicht weit. Und ihr könnt auch hier einen großen Felsen reinwerfen. Das funktioniert, glaube ich, auch, weil das, glaube ich, ein Federgewichtschalter ist. Das weiß ich, müssen wir nochmal drauf achten. Ja, ist Feder, ne? Und Feder reicht leicht. Also würde auch funktionieren, aber ansonsten habt ihr das Gewicht hier im Raum. Und damit haben wir die zweite Perle. So, jetzt sind wir eine Ebene weiter oben und auch hier gilt es, die Rätsel zu lösen. Hier seht ihr schon, hier ist ein schweres Gewicht für den Schalter mit der, also der schwere Schalter. Und wer die Fähigkeit noch nicht hat, das zu tragen, der muss das Ding schieben und ansonsten, wie gesagt, habt ihr gerade gesehen, ich mache das alles mittlerweile, die leichten Sachen, mit der Fähigkeit von Phoenix. Und dann fehlt noch die linke Seite ganz oben. Da haben wir dieses Schalterkonstrukt und wie gesagt, hier nehmen wir auch unsere selbst erstellte Phoenix-Statue, gehen hier einmal links rum und von hier aus können wir jetzt mit Herakles Fähigkeit die Kugel an uns nehmen. So, somit haben wir erstmal die 4 Kugeln, aber wer sich das Sternbild genau angeguckt hat, weiß, wir brauchen 5. Und die 5. Kugel, die ist ganz, ganz nah, nämlich liegt die auf einem der Sockeln im Hintergrund. Und das sieht dann wie folgt aus, der Anwender hat schon gesehen. Und hier sind Embleme oder Schilde an diesen Sockeln dran. Und da, wo die Kugel ist, fehlt ein Emblem bzw. Schild und hier nebenan fehlt auch noch eins. Und das eine, das liegt gleich davor, ist natürlich aber nicht das, was zu dem Sockel gehört, sondern gehört hier zu dieser Kugel. Und das letzte hat dann ein aufmerksamer Beobachter hat dann gesehen, was hier fehlt. Denn in allen Tempeln sind diese Schildembleme überall zu sehen und zu finden. Und fehlen tut eins, nämlich das hier unten auf der untersten Ebene im rechten Tempel. Wir können das ganze Ding aber nicht abmachen. Ne? Das ist in den anderen Tempeln auch so. Aber hier ist eine bröckelige Wand und siehe da, was dahinter liegt. Unser fehlendes Schild bzw. Emblem. Wie das da hingekommen ist, weiß der Fuchs. Aber wenn wir das jetzt an den Sockel mit anbringen, dann haben wir auch dieses Rätsel gelöst. Und wie gesagt, das war jetzt dann doch ein bisschen knackiger. Wird, denke ich mal, auch das gewesen sein, warum der eine oder andere hier aufs Video geklickt hat. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Es winken wieder Massen Charons Münzen, nämlich diesmal 12 Stück. Und damit habt ihr dann alle Sternenbilder in der Höhle des Krieges gelöst. Also, lasst einen Daumen nach oben da, teilt das Video und kommentiert. Und hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Herr Abed bedankt sich wie immer fürs Zuschauen, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.